Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ihr seht schon, es geht hier immer noch natürlich fleißig voran und unsere Baumaschinen haben immer noch nichts zu tun, also unsere Baumbagger. Aber jetzt wird langsam die Kante hier freigeschaufelt. Ihr seht schon, die Bagger baggern sich nach vorne und langsam wird es hier immer leerer und sauberer. Ich bin mal überlegen, dass wir nachher das hier auch noch alles abgraben, weil das ist ja echt genug Material wahrscheinlich, um hier noch ein bisschen was voranzukriegen. Wir sehen natürlich schon, hier geht es natürlich voll voran. Was ist denn das für ein feines Material? Das ist ganz anders beschaffen wie hier. Aber Vorteil ist natürlich, man sieht hier schon, es ist echt praktisch. Langsam haben wir eine ganz eigene Plattform hier gebaut. Der Anschluss, der erste ist auch schon tja. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt müssen sie hier mal einen Durchbruch langsam schaffen. Wie schaut es mit der Nahrung aus? 19, 20 Monate haben wir schon wieder da auf Lager. Das ist natürlich grandios. So, und da kommt. Ich will sehen, wie ihr hier durchkommt. Nach unten. Jetzt fangen sie an, nach unten zu graben. Genau an der Kante, das ist natürlich perfekt. Ja, okay, weil wahrscheinlich hier, wenn wir ganz knapp vorbeikommen. Ich denke, mit hier werden wir ein bisschen flotter vorankommen, wie auf der anderen Seite. Aber 5 Bagger sind halt natürlich schon eine Ansage, wenn man hier kämpft, ne? Also das darf man nicht verneinen. Kleine Bagger kann sein Ziel nicht erreichen, was? Welches Ziel denn? Warum will der Bagger dahin? Oh, weil da Diesel drin ist. Oh, no. Ja, dann müssen wir dir hier noch eine Brücke hinstellen fürs Erste. Wenn du unbedingt nach da drüben willst, du kleiner Bagger. Wir brauchen unbedingt Fahrzeuge. LKW sind alles runter, die da dann dafür zuständig sind, damit das befüllt wird. Ach, jetzt haben sich alle 5 an der Ecke versammelt, noch am höchsten ist. Ah, jetzt sind 2 Tanken gefahren. Wie gesagt, Tankstellen werden in Zukunft, denke ich, auch sehr, sehr wichtig noch für uns. Wenn ich mir das so anschaue. Ich glaube, das ist eines der größten Kostenpunkte aktuell an dieser Sache. Die Fahrt zurück und hin. So, wie weit seid ihr denn mittlerweile? Zeigt mir die Schuttpläne. Ah, schau an, hier vorne haben wir es fast bis an die Front geschafft. An das vorderste Stückchen. Ja, das ziehen wir dann halt, wie gesagt, also Plan. Ja, wirklich bis hier vorne durchziehen. Dann könnte man hier noch eine Auffahrt machen oder halt direkt hier nochmal in die Kohle. Kohle reinminen. Was ich mir von dem Spiel so ein bisschen vermisse, oder ich habe es noch nicht bis jetzt freigeschaltet gehabt oder gesehen bis jetzt, wären Brücken. Dass man sagt, okay, man mint halt hier durch und danach wird eine große Brücke drüber gebaut. Oder man hat halt, gibt es hier ein gutes Beispiel dafür? Hat man vielleicht auch interessantere Karten mit Canyons oder sowas, wo man drüber muss und muss sich erst eine Brücke bauen oder sowas. Fände ich persönlich mega cool. Aber das ist halt alles wieder so Ansichtssache. Ja, aber jetzt, okay, dadurch, dass jetzt hier fast nichts ist, geht es natürlich hier relativ flott jetzt. Jetzt werden sie hier relativ flott durchkommen können. Und je schneller wir hier durchkommen, desto schneller freuen sich unsere Holzbagger drauf, wieder für uns Holz zu sammeln. Wie schauen die Lager hier aus? Immer noch bumm leer. Oh, jetzt sind sie aber gerade echt leer. Aber hier kommt gerade eine richtig gute Ladung nach. Also wenn ich mir das anschaue, eieiei, das ist ordentlich. Wie schauen die Nahrungslager aus? Ja, fast voll. Bis zu 400 können die halten. Ja, den fehlen Konstruktionsteile. Warum fehlen den Konstruktionsteile? Ah, weil die hier gerade wahrscheinlich das Hochziehen anfangen. Wo sind die? Also irgendwo liegen 24 auf Lager, aber keinen interessiert's. Oh, unsere Bagger, unsere LKW sind mittlerweile auch ausgelastet, scheint so. Scheint so, als ob sie ausgelastet sind. Aber schaut euch das an. Unser Highway entsteht. Gibt's später Straßen? Dekonstruktion tun wir gerade noch. Machen also Experimente.
Effizienz. Straßen wären doch echt was, was im Spiel fehlen würden. Wenn ich so überlege. Glasherstellung, Unterkünfte 3, Siedlungsdekoration, Lager groß 2, Frachtdepot 3, Riesenfahrzeuge, aber Straßen oder sowas gar nicht. Abwasseraufbereitung, aha. Und da kriege ich dann Schlamm draus, aha. Also Abwasser mit Filterelementen und Chlor ergibt es dann. Oder halt in einem Mischer Kies, Sand und Kohle gibt Filterelemente. Ah, aha. Okay. Würstchenproduktion, ja, das finde ich ja cool. Warum mache ich Würstchen bitte schön aus Schlachtabfällen? Was ist das denn? Vakuumentsalzung? Meerwasserdampf drucklos. Wasser und Sohle. Was da noch alles kommt? Förderungsbänder 3. Goldverhütung. Atomreaktor, ja sicher. Ich sehe schon was bei Datenverarbeitung. Und hier kommt noch Raketenmontage, okay. Raketenabschussrampe, Testrakete. Okay, also wir haben noch einiges vor uns. Das ist natürlich gut, wenn wir den ganzen Berg plätten. Und dann können wir einfach da draußen eine Plattform machen, wo wir Solaranlagen drauf ballern. Ja, dich habe ich auch schon gesehen. Ja, ja. Oh, schau, wir sind fast durch. Stell dir das an. Die ganzen LKWs warten schon. Die Bagger sind alle gerade beim Tanken. Für den Land. Und sie sind beim Tanken. Ich glaub's ja kaum. Schau dir die paar Zentimeter an, die da fehlen. Ist gerade der nächste Bagger zum Tanken gefahren, Nene? Bagger, ihr solltet zurückkommen. Ihr seid gleich hier, ist der Auftrag gleich fertig. Guckt euch das an, ihr seid so kurz vor knapp nur noch. Alles gleich weg. So, das will man gleich nochmal anschließen. Ja, komm, baggert es ab. Jetzt wollen sie es hier natürlich ordentlich machen, ne? Jetzt sind sie genau. Ja, ja. Alter, jetzt ist aktuell aber 3 Bagger dran, weil immer einer tanken fährt und der andere gerade beim Tanken ist oder so. Oh, ist das die erste Durchfahrt? Holzbagger. Auftrag, den ersten Wald gleich mal entfernen hier. Rodet das erste Gebiet. Kommen sie? Ja, sie kommen. Na, schau, jetzt baggern wir uns durch hier. Schau dir das an. Oh, ist das schön. Da kommen die 2 großen Maschinen jetzt. Aber wir haben den ersten Durchbruch geschafft. Super. So wollen wir das. Und die ersten... Wo sind jetzt die LKWs dann zu den Leuten? Ah, die kommen noch, okay. Na, schau her, jetzt können sie hier endlich das machen, für was sie da sind. Jetzt entfernen sie das Holz direkt. Der Durchbruch ist fertig. Zack. Baum für Baum wird jetzt hier wieder abgerissen. Schön. Jetzt ist der Durchbruch gleich perfekt. So, was ich jetzt gleich nochmal in Auftrag geben würde, hier vor Ort. Ist hier zu sagen, mach das gerade. Mach das noch ordentlich weg hier. Ich lasse die eine Reihe hier noch stehen. Aber die sollen erstmal direkt da vorne anfangen. Alles mal schön abgraben. So. Dem Ding hier gebe ich den Bereich direkt komplett frei, den sie zu tun haben in Zukunft. Wie gesagt, es ist immer noch der Plan, dass wir hier eine Verarbeitungsstelle draufsetzen. Dafür brauchen wir Platz. Wie schaut's? Ich will nochmal Layer gerade gucken. Ist hier unten irgendwas Spannendes? Nee, ne? Wir hätten hier oben nochmal ein Ölgebiet. Das ist natürlich geil. Hier unten hätten wir Wasser. Bedeutet, wir müssten nach da oben gehen, um Wasser hier runter zu pumpen, wenn wir es wollen würden. Die sind immer noch schwer am Schuften, aber Öl passiert wenig. Ah, jetzt hat es wieder was vorgeschritten. Es dauert immer sehr ein bisschen, bis da das ganze Vorfeld quasi
Schau mal, wie der Berg sich fällt, wenn vier Bagger an der verschiedenen Stellen dran baggern. Weil es macht dann natürlich den Weg auch freier. Aber wir haben unseren Durchbruch geschafft. Richtig schön, gut. So, planen wir schon mal los. Wie machen wir es am besten? Also es muss ja sowieso eine Wasserpumpe hier rein, ne? Das darf man ja gar nicht verdachten. Wir müssen Wasserpumpen hin, die erstmal Meerwasser auffangen. Zwei Stück würde ich platzieren. Dieses ganze Meerwasser hier aufsammeln. Dann, dadurch, dass wir kein Meerwasser verarbeiten können, leider, müssen wir das aufbereiten. Und wie ging es mit der Aufbereitung? Wo war die Aufbereitung für Wasser nochmal? In der normalen Destille, ne? Genau, dafür brauchen wir Kohle. Bedeutet, wir müssen Kohle zuführen. Daraus entsteht wieder Sohle und Abgase. Bedeutet, wenn wir eine einfache Distillenfunktion. Sollen wir hier so ansetzen, hier so rüberziehen oder hier. Ich hätte gerne einen großen Turm am Ende. Einen großen Abgasturm. Wie viel kann der verarbeiten? 200. Okay, wie schaut es aktuell aus mit unserer Lagerung? 12 nur. Kommt ihr überhaupt voran oder... Wie schaut es bei euch hier aus? Habt ihr jemals hier was schon gelagert? Nö, habt ihr noch nicht, ne? Wo geht das ganze Zeug hin? Ich baue doch gar nichts. Habe ich irgendeinen Bauauftrag noch, an den ich mich nicht erinnern kann? Das Zeug wird irgendwo die ganze Zeit gefühlt gebraucht. Hier, 30 waren hier sogar im Auftrag drin. Eine Konstruktion, ich weiß nicht welche. War das Instandhaltung? Aber nee. Ah, nee, okay. Vielleicht wahrscheinlich hier auch unten. Das kann es natürlich auch noch sein, ne? Was produziert man hier gescheit, ey? Ist ja ganz uncool. Von hier hinten passiert auch nichts mehr. Und da haben wir auch nochmal 260 auf Lager. Bedeutet irgendwie, es kann natürlich nicht vorangehen. Es kann hier einfach nicht vorangehen. Was ist das? Wir geben schnell die zwei LKWs frei. Wir müssen natürlich jetzt warten, bis was passiert, aber... Was willst du machen? Ändern kannst du es nicht in dem Fall. Eisen und Kohle ist auch eigentlich fast schon voll. Oder ist wahrscheinlich sogar gleich voll. Wie schaut es hier hinten aktuell? Ah, scheiße, wie schön das wegbaggern. Oder wir machen das hier die Länge lang. Wie gesagt, wir brauchen. Kein kleiner Bagger hat kein Kombat lieber. Ja, okay. Tun wir kurz abwerben hier. Aktuell wird die Schiene nicht gebraucht. Setzen wir dich hier fürs Erste ein. Eisenmine ist gut im Zustand, von daher. Wir stehen gerade gut da. Wie schaut es mit Kupfer aus? Ja. Ich würde sagen, es läuft. Kupfer läuft. Gut. Der Unterschied ist natürlich, wir haben jetzt auch für die halt die ganzen Lager, aber die müssen sie auch erstmal voll kriegen. Aber die Produktion müssen natürlich Arsch, ey. Jetzt haben wir hier noch die Maschinenteile natürlich. Jetzt müssen die Produktion auch erstmal ihren ganze Backup voll machen, bevor das Sekundäre sozusagen zu produzieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier anschauen, wir haben hier unten zum Beispiel Konstruktionsteile, aber als erstes die anderen ganzen Sachen. Und ich würde jetzt hier auch sagen, okay, was ist das? Wir setzen Konstruktionsteile höher wie bestimmte anderen Sachen und dementsprechend produzieren wir auch. Vorteil für uns, unsere Eisenproduktion ist gerade im besten Format wie sonst und arbeitet sich hier einen ab, damit mehr und besser produziert werden kann. Das Lager ist halb leer. Huiuiuiui. Aber das könnte es bald heißen, Eisenmangel? Das wäre natürlich eine üble Situation in dem Fall.
Oh, jetzt blitzt es natürlich auch noch und donnert auch noch. Eieieiei. Ich würde halt gerne echt jetzt hier anfangen zu überlegen, wie wir das am schlausten machen. Also das da bleibt fürs erste Mal Zukunftsgeschichte. Die Gasfackel, ja, da können wir natürlich Sachen abfackeln, wenn übermäßig drin ist, aber blöd. Ein Abwasserrohr. Was, wenn wir als erstes mal Abwasserrohre hier ganz an die Seite platzieren? Okay, braucht Abstand, okay. Dann kommt hier das Abwasser rein. Dann ist es ja sozusagen so, dass hier vorne na, jetzt muss ich ein bisschen umplanen, das habe ich jetzt nicht gut gemacht. Das war nicht gut, wo ist der Demolisher? Gut. Dann geht es hier hin. Und kann es dementsprechend das Zeug wieder abschicken. Okay, schon mal zur Distillerie hier. Zur einfachen. Salzwasser und Kohle rein. Wasser und das giftige Zeug raus. Bedeutet, es müsste eigentlich so rumhirn. Wie viel passen dann hier drin? 1, 2, 3, 4 vielleicht. Maximal 4 Stück passen dann hier hin. Wenn wir das so platzieren, könnten wir, denke ich, eine viel höhere Menge hinstellen. Ich hätte gerne mindestens 6 bis 8 Stück. Ja, wenn wir dann Platz hätten, natürlich, dann ging das sicher aus. Dann fängt man hier vorne an. Man muss natürlich von der einen Seite Kohle rein und Wasser reinpumpen. Von der anderen Seite müsste man den Rest reinbringen. Aber es sollte dann gut funktionieren. Den Weg können wir rein theoretisch schon ein bisschen verkleinern. Zum Anschauen, rein theoretisch könnte man das hier abgraben anfangen. Und dann genauso den einen Pfad hier noch ein bisschen verdünnern. Dementsprechend hier auch ein bisschen abgraben. Also ich habe halt gerne gerade Ecken und Kanten. Das wäre unsere Truppe dann gleich die Zukunftsmission, das hier abgraben und schön gerade machen noch. Die sollen jetzt erstmal den Hügel hier entfernen, weil der... Ja, er stört mich einfach irgendwie. Ich hätte ihn gern weg. So. Salzwasser müssen wir natürlich auch besorgen. Dementsprechend hier drüben wieder natürlich Wasserauffangbecken. Ja, da müssen wir noch warten, bis das kommen kann. Wir müssen noch Kohlelager hinbauen, alles mögliche. Also da ist eh noch einiges, bis das wirklich starten kann. Kupfer ist gerade relativ wenig. Nicht scheint, ja, Kupfer ist gerade begehrte Ressource, wie scheint. Wie schaut's aus? Auch Maschinenteile sind schon relativ voll. Fahrzeugteile auch. Elektronik ist relativ leer. Konstruktionsteile und natürlich Konstruktionsteile 2. Bumm, leer. Also, ja, super. Das ist richtig leer. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und in der nächsten Folge werden wir schauen, was wir, wie wir hier ein bisschen, ja, noch Sachen vergrößern können, damit sich diese Durchfahrt hier auch gelohnt hat. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.